Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Titan Quest Immortal Throne im Koop-Modus. Heute mit Jack Dukar. Und Matthew Kane. Hallo. Guten Tag. Und auf geht's weiter. Menaden. Oh, sind doch Menaden, oder? Ja. Ja. Ach, Menschnaden. Menschnaden. Das sind Katzen. Das sind einfach alles Muschis. Meine Mama sagt dazu Geistes. Meine Mama sagt dazu geistesgestört. Aber ich sag dazu Muschi-Alarm! Wir reden von. Den Originalton hier einfügen. Oh ja, wir reden von Katzen. Ja. Oh ja, den Clip verlinke ich jetzt unten im Video. Es ist so cool. Alles Müller? Na, alles klar im Kopf, genau. Oh, die Kinder LSD-Borns. Die haben auch was. Ich sage. Ah, jetzt weiß ich, was ich noch nicht gemacht habe. Zwar das Makro gemacht. Warte mal, ich muss mal im Lösungsbuch nachschauen, weil ich weiß, es gibt eine Tastenkombination, dass man halt jemanden als Ziel für Zauber auswählt, dann brauchst du nur noch auf den Zauber klicken. Und das Makro brauche ich ja dann nur noch das hintereinander machen und Partie fertig. Immer mitten in die Fresse rein. Oh, ich sehe. Ah, das Satyr, der Satyr kommt jetzt, der Satyr-Händler, gell? Ja, wenn wir halt noch das Monstercamp durchhauen, ja, das dürfte schon gehen. Das Monstercamp dauert ja nicht so lang. Wer denn? Was denn? Wo denn? Wie denn? Nee. Ja, immer diese bösen Handys. Schon. Ja. Ja, das soll sich ja lohnen, habe ich gehört. Hauptsache, ich kann mit einem Feuerstab Gift übertragen. Das ist ziemlich geil. Ich glaube, wir haben gerade einen Fehler in der Matrix entdeckt. Fehler in der Matrix. Ja, ich weiß jetzt so, heilen selbst. Oh, ich habe vergessen, mir zu heilen. Lalala. Bin froh, dass dieses Geräusch gibt, dieses Ding. Ohne dem war ich schon öfters abgenibbelt. Ist eh lustig, wie es beim Editor dieses Snake genannt haben. Nibbles. Ja, es heißt Nibbles. Und das ist super scheiße zum Spülen. Kriegst du eigentlich einen Begleiter dann? Ich hab nur diese toten Krieger da. Genau, aber die halten ja nicht ewig, ne? Richtig, tralalala, bald ist der Schaden da. Ah, muss Level 15 werden, was soll denn der Scheiß eigentlich? Das Level ist einfach zu hoch, es ist zu hoch, das kann man ja gar nicht machen. Okay, weiter geht's. Achso, du musst noch... Kurz Moment, ich muss mein Handy checken. Klar. So, Handy ist gecheckt, weiter geht's. Du hast das Handy gecheckt. Aber was hat's da denn getan, dass du es anspringst? Na, dann hätte ich's gecheckt. Checken, deckeln, hauen. Ist doch egal. Kratz es. Gib ihm Tiernamen. Checken, Dexter. Ich dexte es. Hä? Ich check's nicht nur, ich dex das auch gleich. Du bist schlimmer als mein Haustier. Irgendeiner schießt auf dir, du rast du fort um und gibt Angriff. Na logisch. Kann es sein, dass mir Mynade fast nicht getroffen werden kann? Dryade? Gott, wie hast das Tierchen jetzt von mir? Naiade? Nein, nee. Nymphe. Nymphensittich. Nymph! Tatsächlich. Salalische Nymphe. Silvanische Nymphe. Sag ja. Von griechisch Silber, also von lateinisch eigentlich, Silber der Wald. Okay, ich habe Latein gehabt, aber das Wort kenne ich nicht. Geil. Was hast du gefunden? Es ist grün. Ja, ah. Was hat er denn? Erst einmal alles grüne geilen und dann schauen. Ja, es bringt. Nice. Dann mal Spiele ansehen. Wo denn? Beinschiene. Geprägte Beinschienen des Pegasus. Wow, die sind cool, ja.
glaube, ich wäre jetzt so eine richtige. Verkneifst du? Wieso? Nur so. Frag's nicht, naja. Okay. Voll mit mir. Oh, Arcane Formal Bloodlead. Sehr schön. Mal schauen, was braucht man dafür. Goldenes Vlies, klar, wir haben auch fertiges. Reines Gefieder. Kämpfen wir, brauchen wir noch zwei Stück. Und eine Schriftrolle der Arkanen Macht. Gut, das Ding werden wir wohl als erstes da bauen. Jo. Brauchen wir nur noch reines Gefieder, oder? Das kriegen wir eh auf der auf Knossos. Ja, aber das ist was für die. Sicher? Ja, Platin. Natur. 20 Giftwiderstand, 30 Energie, 35 Angriffsqualität, minus 6 Energiekosten. Caster. Ja, muss nicht sein. Energiekosten hast du voll mehr als ich. Tut dabei nur heilen. Ja, okay, aber du kriegst mehr Zauber. Wir. Ja, aber es ist voll mit Widerstand, weißt du, wie man. Ja, aber. Naja. Ich sehe schon, da werden wir uns drum kloppen, wer es endlich kriegt. Aber nachdem wir irgendwie fähig sind, an Titan Quest PvP aufzumachen, müssen wir uns mal treffen, um es darum zu prügeln. Ach du Scheiße. Hauptaufgabe aktualisiert, die Quelle der Monster. Die sprudeln einfach so aus dem Boden? Gott, ich hab da immer was falsch verstanden. Mal schon mal mitten durch oder gehen wir mal auf der rechten Seite? Mach schon mal mitten durch, oder? Okay. Wollen wir einfach alles ploppen, bis sich irgendwie rührt. Na toll. Und die armen Satyren. Wie schon gesagt, niemand sagt dann zuweilen wird. Genau. Was hast du da für einen Stun? Das ist das Kriegshorn. Ah ja, genau. Das Stunt? Geil. Ja. Cool. Stunt senkt die Angriffsqualität. Ja, komm. Hä? Was war denn jetzt los mit dem? Ist der eingefroren gewesen oder wie? Ja, das ist mein Speer. Ah ja, stimmt, das Fröstelblut kann das, ja. Wow. Ich hab grad einen mega Ruckler gehabt, bist du gerade aus dem Spiel geflogen oder was ist los? Nein, aber ich rufe gerade wieder extrem. Fuck. Oh. Wahrscheinlich Latenzprobleme geben. Latenz, Potenz. Hauptsache Probleme. Genau. Das ist wichtig, wenn man losmacht. Man braucht Probleme. Ohne geht's ja schwer, ne? Ohne Probleme wär's doch langweilig. Absolut. Oh, die ganzen. Aber die ganzen Hubos klatschen mir eh schon hinweg. Ja, nur für den. Oh, schau. Ein Wildschwein-Mensch. Das ist jetzt schön gewesen, dass der eingefroren war. Ja. Boah, es werden einfach nicht weniger Gegner, habe ich gerade das Gefühl. Oh. Und schon eins verliert. Gesundheitstrank passt. Mir gehen sie auslassen. Nur bitte, jetzt haben wir eh gleich da beim. Wobei. Jetzt kommen ja die Chimären? Nee, doch. Nee, wir. Nein, jetzt kommen die also nicht Chimären, sondern wie heißen die? Medusen, genau. Die Gorgonen. Gorgone. Bogonen oder Gorgonen? Gorgonen. Bogonen. Die sind so drollig. Die droppen ja hinter da wieder grüne Gegenstände. Ja, ja. Ah, diesmal nicht. So, krabbel raus, mein Freund. Gehst du noch ein bisschen was verchecken? Ich würde was verchecken und mir Heiltränke holen. Schauen wir mal. Heiltränke habe ich genug. Platz im Inventar habe ich auch nur. Passt. Doch, den Dragonen ist hätte Schluss, das Kuh hätte gewonnen. Jo. Bogonen, Gorgonen. Toll, ich habe eine weiße Axt in meinem Inventar. Wieso das denn?
Die Gorgoroth. Bogonen. Gespenstische Musik gerade im Hintergrund bei mir. Bist du zurück? Gleich. Ah, hier ist er. Wo ist der Matthias? Da ist er ja. Meinen Namen gesagt. Oh mein Gott. Naja, es ist ja fast ähnlich. Also Matthias, Matthew. Man könnte ja von allein nie drauf kommen. Vor allem, wie heißt der Charakter? Ja, eh. Ich hab's einfach mal übersetzt. Auch ein reines Gefieder, ja. Von diesen Vetteln kriegt man das, gell? Und ich setze dafür. Den ganzen Federvieh. Mal schauen, vielleicht auf einer anderen Charakter noch ein paar von die Sachen liegen. Na, müssen wir weiter nach links. Jetzt treffen wir auf der rechts von diesem Bürger. Ja, godlike, hä. Tonnenweise Gestrüpp, totes Gestrüpp. Totes Gestrüpp, das mir dezent auf den Pelz hau. Au, ha! So, hochgeheilt. Ein Hauptmann, ja, nee, ist klar. Oh, kann das sein, dass ich den Kettelheilzauber schon hab? Wie? Warte mal, bleiben stehen. Also hier habe ich einen Kettelheilzauber. Bäm. Nice. Ja, das ist jetzt fein. Vor allem so viel Begleiter wie ich hab, wandert der immer für ihn durch. Also momentan sind sie nicht da. Ja, später dann. Ich habe einen Hund. Den kriegt man Dämonenblut. Oder auch nicht. So, ich dachte, was hast du denn? Dann habe ich erst erkannt, dass das ein Gegner ist. Oh, jemand mit einem Kreuz. Na schön. Der Knochenfürst, das Skelettheld. Gestern Schildhammer. Oder weil auf alles mögliche, was man in die Quer kommt, aber kann dir gerade eigentlich relativ wenig helfen. Jo, das geht super, die ganzen Fernkämpfer gehen auf meinen Wolf. Ja, da ist was Grünes gelegen, ich hab's ganz genau gesehen. Doch, Nein. es hat grün geleuchtet kurz. Das war nur dein Heilzauber. Das kann natürlich auch sein. Ich finde, der Wolf ist ein richtig toller Begleiter. Ich möchte dich nur darauf hinweisen, das grüne Ding, was ich gerade aufgeklappt habe, ist stärker als der scheiß Speer. Ah. Ja, der Speer ist ja wirklich einer von den ganz schwachen Sachen. Aber ist cool. Ja, er haut schon. Und vor allem was Feines von dem Speer ist eben dieses Einfrieren. Ja, aber ich mache mit dem gerne mal 20 mehr Damage pro Sekunde. Oh ja, das ist schon einiges. Das ist ja ziemlich schnell, kann das sein? Ja. Also ich lese mal kurz vor, du kannst es anschauen, wenn du willst. Ja, brauchst du nicht vorlesen, warte mal. Ansehen. Oh, wow. Ja, das ist schön. Also der gewaltige Damage Boost auch dazu, ja. So, sind wir soweit? Ja, dann gehen wir so. Klatscht man als erstes? Steno. Wie? Steno, okay, ganz auf links. Geht's. Moment. Ist das die Heilerin, könnte es sein? Ich glaube ja. Also ich heil die auch, gell? Ja, ich merk's nicht. Da-da-da-da-da-da-da-da.
Immer feste drauf. Richtig, richtig. Ja, okay, Medusa. Jo. Ja, der geht's jetzt nimmer so gut. Das ist nicht die Heilerin gewesen. Na, das ist die Medusa. Na, die Reale ist es. Macht man das nicht normalerweise so, dass man erst den Heiler umklatscht und dann Ich war der Meinung, dass das der Heiler ist. Und meine Nymphe hat die ganze Zeit auf die Eureale geschossen. Ja. Ein braves Tierchen. Ja, aber so entspannt habe ich die auch noch nie gemacht. Na. So, da kannst du jetzt mal umschauen, das ist ja was für dich. Sturmreif der Hilfe, meins. Hilfe klingt dann noch ein bisschen so nach Heilung, ne? Ja, irgendwie so. So, warte mal. Ich werde mal schauen, diese Gorgonenschärpe anschauen. Stulpen. Kann das was? Hat mehr Rüstung. 7% Angriffsgeschwindigkeit. Stärke, Geschicklichkeit. Ja, ist nix für mich. Ich kann nicht glauben, dass ja, wenn das nicht glauben kann. Du siehst Leben. Na gut, Quatsch. Oh, wir jetzt einen neuen grünen Stürmreif. Vielen Dank, aber wir müssen uns verabschieden. So, dann parken wir unsere Charaktere bei Höhlenausgang oder bei dem Brunnen jetzt an? Okay, beim Händler. Richtig. Oh, mir ist gerade aufgefallen, wir haben ja wieder ein Level gemacht. Stimmt. Nicht mehr. Ich mach meinen Wolf immer stärker. Ein Geist zwei Punkte und einen Punkt auf den Wolf. Da schau her, ein Brunnen. Was sieht man da? Können wir da wieder das Zaun bauen? Jawoll! Wir haben ein zweites goldenes Vlies fertig. Geil. Fledermaus Zaunfalt uns an und noch ein Stück. Perfekt, was wollen wir mehr? Oh, ich werde gerade von Frauen angestiegen. Was passiert denn mit dem Müll? Woher weißt du das denn schon wieder? Ich kenne ja gut. Sorry, Jay. Immer mitten in die Tralala. Immer mitten auf den Gorgonen-BH, oder wie? Und weiter geht's. Ich hab dann den gelben Punkt, ne, grünen Punkt, der die ganze Zeit kämpft. Bist du das etwa? Nein, das ist ein Händler. Ah ja, genau. Wer bist du das? Ein Händler sieht man doch gar nicht auf der Karten. Doch, sind drin. Also hier nicht. Na, jetzt ist noch keiner da. Ja, eben. Jetzt ist er da. Guck mal. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ja, 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 schon. Also der Hilfe, ich finde das eigentlich ganz lustig. 4% für Wahrscheinlichkeit für 88% Schadenswiderstand. Kann was. Kann Torso-Rüstungen ver... Boah, hey, aber das goldene Vlies, also wenn ihr mal einen grünen Torso kriegt, gell? Goldenes Vlies ist mächtig. Minus 15 Energiekosten. Also minus 15% Energiekosten. Kann alle Waffen verzaubern. Essenz von Achilles Tapferkeit. 5 Schaden, 12% Angriffsgeschwindigkeit, 11 Geschicklichkeit. Das klingt toll. Mal gucken, ob ich nicht vielleicht ein Relikt, mit dem ich den Diogenes Schleifenring sogar nochmal aufrüsten kann. Vielleicht irgendwas. Naja, egal. Mal verkauft habe ich alles. Heiltränk habe ich genug. Gut. Dann war's das für den jetzigen Teil. Dann war's das für heute, jawohl. Jawohl. Und man hört sich, sieht sich wieder im nächsten Teil. Und tschüss.